Ja, moin Pyrrhus, willkommen zum neuen Video. Heute geht es mal um meine Einkaufstour. Ich hoffe, eure war deutlich erfolgreicher als meine. Mein Lidl ist bereits ausverkauft. Es ist jetzt ja der 29.12. halb eins. Der war schon vor 2 Stunden ausverkauft, also wirklich komplett. Das Einzige, was noch da ist, sind diese teuren, überteuerten Verbünde, die sowieso nie einer gekauft hat. Ja, ansonsten ist es wirklich alles weg. Das ging ruckzuck. Ich stand um 6:30 vorm Laden. War nicht der erste, war der dritte. Und ja, um 7 Uhr war der Parkplatz und der ganze Eingangsbereich des Ladens sowas von voll. Um 7 Uhr durften wir natürlich rein. Und um 7:03 war alles, was dort auslag, schon einmal komplett weg. Und dann hieß es warten und warten und warten. Und dann bin ich irgendwann gegangen, weil ich keinen Bock mehr hatte. Ja, beim Aldi natürlich genau das gleiche Spiel. Also wirklich, das war wirklich schon eigentlich nicht mehr schön, sage ich ganz ehrlich. Das hat mir dieses Jahr wirklich überhaupt keinen Spaß gemacht. Ja, wie gesagt, ich hoffe, ihr wart erfolgreicher. Ich werde euch jetzt aber trotzdem mal zeigen, was ich denn so alles ergattert habe, was ich dies jetzt zünde und was ich natürlich aufheben werde, denn einiges möchte ich mir natürlich auch aufheben. Ja, ich habe mir natürlich auch gedacht, dass es dies Jahr abgeht, aber dass es so krank schlimm wird, hätte ich nicht gedacht, dass das alles schon ausverkauft ist, dass man teilweise sogar der Verkäuferin die Ware aus den Griffen reißt, weil man nicht warten kann, die 2 Minuten. Also wirklich, das war wirklich schon peinlich, würde ich mal behaupten. Nichtsdestotrotz werde ich euch jetzt, wie gesagt, zeigen, was ich habe. Ich habe auf jeden Fall eine Alligator bekommen. Ja, obwohl nicht eine, zwei, wisst ihr ja, 3,99 habe ich mir zweimal mitgenommen. Kann man nicht viel mit verkehrt machen. Ja, ich mache erstmal den Kleinkram, ne? Dann habe ich beim Lidl erfolgreich bekommen einmal das Leuchtspektakel. Ja, das war auch recht schnell dann ausverkauft. Ups. So, was habe ich denn noch beim Video bekommen? Ja, das war es dann auch eigentlich schon fast. Ja, einmal die Flashbangs. Ja, einmal bekommen, mehr nicht. Also, naja, egal, ich wollte eh nur einmal. Und einmal die Double Flash. Ja, Preise kennt ihr ja. Jetzt kann ich ja mal gucken, wie viel Gramm haben eigentlich die Double Flash. 92 Gramm und die einfachen haben 18. Also, deutlicher Unterschied. Ja, hier liegt der Spaß. Dann habe ich mir, weil ich es mir schon gedacht habe, und das ist auch eingefallen, also eingetreten, 6er Kubis mitgenommen. Das sind die einzigen, die ich bekommen habe. Und beim Aldi dieses Pack für 3,99, was ich holen wollte, natürlich ausverkauft. Ja, das ist nun mal so. Kann man nicht ändern. Wie gesagt, ich habe schon mit einem Andrang gerechnet, aber dass das so krass ist, hätte ich echt nicht gedacht. Ja, es kann natürlich auch sein, dass ihr jetzt ein bisschen ab und zu mal was ballern hört, weil die Leute, die schießen schon. Ja, dann, weiß ich nicht, mache ich jetzt mit dem Lidl-Zeug weiter oder mache ich mit dem, was ich aus dem Aldi habe? Ich mache jetzt erstmal was aus dem Aldi weiter. Habe ich einmal bekommen, Fantastic Single Shots, ja. War ich mit Kollegen und ja, der hat mir natürlich gerade eins abgezogen. Eigentlich hatte ich zwei, naja, egal. Ja, 2,99, ne? Dann habe ich erfolgreich bekommen die Pegasus aus dem Aldi. Brauche ich, glaube ich, nicht viel zu sagen. Ihr kennt ja den ganzen Kram hier. Hat eine gute NEM, schöne Brenndauer, fettes Kirkling. Hatte ich kleiner in Erinnerung, ist ganz schön groß das Ding. So, dann habe ich zweimal erfolgreich die Artus bekommen. Na, das neue Ding hier. Poison habe ich gar nicht bekommen, habe ich mir schon gedacht, war komplett ausverkauft. Hier zweimal für jeweils, was hat der Spaß kostet, 2,99. Ja. Kann man machen. Waren im Übrigen die letzten, nur so nebenbei. das kommt zum Schluss. Dann noch aus dem Lidl. Wie gesagt, ich gehe das der Größe nach so ein bisschen ab. Ne? New Beastmaster, da freue ich mich drauf. Die werde ich ja, wie ihr wisst, testen gegen die alte Beastmaster, die jetzt schon bei meinem Bekannten liegt. Ja, wo ich Silvester wie immer feiern werde. Hat natürlich fette Rohre. Hier ist ein Rohr. Also, ja, ist natürlich ja hoch auf 30 mm. Da haben sie das 1 mm voll gemacht. Und hier sind ja 90 Gramm mehr drin. Deswegen finde ich, den 1 Euro mehr kann man ruhig bezahlen. Dann die Firefly. Ich habe sie mir jetzt einfach mitgenommen. Ja, kann man natürlich halten, was man von will. Ist natürlich an sich schön anzusehen, aber halt dieser Effekt, ne, der Schwärmer bzw. Fischeffekt, wie auch immer ihr ihn nennen wollt, der geht natürlich etwas stark unter. Jetzt schiebe ich mal das Stativ hier, nicht wundern. Ja, eine Black Ice habe ich natürlich auch bekommen. Hier habt ihr sie mal kurz. Ja, das ist der 17,99. Ist auch die einzige, die ich bekommen habe. Wie sollte es anders sein? Ja, Power-Up-Reste konnte ich mir natürlich leider, leider, leider nicht krallen. Gab es nicht. Und die größte Batterie, die wirklich viel größer ist, als ich es erwartet hatte. Wer weiß jetzt schon, was es ist?
Kann man sich eigentlich denken, oder? Genau, es ist die Highlander. Ich habe sie mir einfach mal mitgenommen für 25 Patronen. Kann man eigentlich nicht viel mit verkehrt machen, ist der ja leider auch teurer geworden. Aber es ist ein schöner Kasten. Kann man auf jeden Fall Spaß mit haben. Wie gesagt, 25 Euro, 53 Schuss, fast 500 Gramm voll. Gucke ich mal, wie das Ding aussieht. Hier von innen habe ich nämlich noch gar nicht aufgemacht. Okay. Ja, freue ich mich drauf. Definitiv. So, war aber noch nicht alles. Das war jetzt nur, ja, was ich an Raketen und sowas habe. Das kommt jetzt. Und ja, wie gesagt, das waren jetzt die Batterien hier und der ganze Kleinkram. Einmal habe ich mir mitgenommen, das Fire Fantasy wird dieses Jahr nicht gezündet. Das hebe ich mir auf. Ja, weil ich habe dies Jahr echt mehr als genug. Brauche ich, glaube ich, nichts viel zu sagen. 7,77 oder so kostet ja der Spaß und hat man auf jeden Fall auch etwas Spaß mit. Dann habe ich mir erfolgreich sichern können, das Rocket Clash Raketensortiment, das gab es ja dieses Jahr das erste Mal bei mir. So sieht der Spaß hier aus. Die Raketen, das sind eigentlich die, warum ich es mir gekauft habe. Die hier oben sind einfach ganz normale, denke ich mal. Aber das hier unten, das ist wirklich Premium eigentlich schon, kann man sagen. Wenn sie denn natürlich auch so zerlegen, wie es abgebildet ist, ne? Mit 16 Euro natürlich nicht ganz günstig, aber ich lasse mich ja nicht verarschen, bevor es nochmal teurer wird. Nehme ich mir einfach zwei mit. Ja, seht ihr hier. So, ich bin auf jeden Fall gespannt. Ein Set werde ich zünden. Das andere werde ich behalten. Ja, das war mein Einkauf. Wie gesagt, ich habe sehr, 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 sehr vieles nicht bekommen. Ich gehe das jetzt mal kurz durch. Ich hoffe, mir fällt alles ein. Der Devil wurde bei uns gar nicht erst geliefert. Sollte eigentlich da sein, habe ich nicht bekommen. Ja, Power-Up, ja, wie gesagt, habe ich auf Reste gehofft. Gab es natürlich nicht. Ja. Sky Shots aus dem Lidl wollte ich eigentlich haben, habe ich nicht bekommen. So, dann, ja, Kubis wollte ich eigentlich nochmal, habe ich auch nicht bekommen. Dann Kubis aus dem Aldi, habe ich nicht bekommen. Poison, habe ich nicht bekommen. Luna Raketensortiment aus dem Penny, ja, wollte ich mitnehmen, aber die Sets, die waren schon so komisch und kaputt, da habe ich das dann liegen gelassen, weil ich wollte mir das eigentlich aufheben. Und wenn das schon so kaputt ist, lasse ich es liegen. Ja, Highflyer ausverkauft. Ja, Barbarian ausverkauft. Also, es war nicht gerade erfolgreich, kann man sagen. Ich zeige euch den ganzen Spaß hier nochmal im Überblick. Hier zweimal das Rocket Clash, einmal, zweimal, hier einmal das Fire Fantasy, die Black Ice, Highlander, Firefly, New Beastmaster, wie gesagt, wird gegen die alte verglichen. Pegasus, zweimal die Artus, zweimal die Ali, wie ich sie immer eigentlich nur nenne. Einmal den ja, Fantastic Four, Leuchtspektakel und hier die Kubis sowie die beiden. Bombo, Double Flash und Flashbang. Ja, das war's auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wie viel es gekostet hat. Ich war ja zweimal beim Lidl drinne. Beim ersten Mal habe ich 120 bezahlt und dann nochmal, weiß ich nicht, ich glaube 16 Euro oder so. Ich glaube 140 insgesamt. Ja, und beim Aldi sind es halt auch nochmal 20 oder so gewesen. Also es war wirklich nicht viel. Ich habe sehr viel Geld gespart. War der einzige Vorteil, aber naja. Ihr könnt mir ja gerne mal sagen, ob ihr erfolgreich wart und ja, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin auf jeden Fall, ciao.